ich befinde mich jetzt hier auf dem Weg nach Frankfurt. Das ist hier dieses Gewirr von Autobahnen, Auffahrten. Das ist echt verrückt hier. Und mittendrin muss man sich irgendwie durchwursteln als Fahrradfahrer. So sieht das dann aus auf meinem Display. Naja, ich habe mich jetzt durchgefunden. Ging besser als beim letzten Mal, wo ich mit Ricardo hier unterwegs war. Naja, jetzt bin ich schon mittendrin hier. Das war nun meine vorerst letzte große Stadt hier, Frankfurt, die ich durch musste. Das heißt musste, ich mach das ja freiwillig, ne? Naja, am Himmel, da türmen sich schon am frühen Morgen hohe Wolkentürme auf. Letzte Nacht ist kein Gewitter gekommen. Dafür haben sie für heute dann noch mal kräftige Gewitter angesagt. Müssen wir mal sehen. Es ist auch schon ziemlich drückend. Ich bin jetzt hier in Seligenstadt. Ich habe mein Eis gegönnt. Jetzt will ich mir mal hier die Altstadt ein bisschen ansehen. Schöne alte Fachwerkhäuser hier. Ja, und hier kurz vor Aschaffenburg wechsle ich auf das andere Mainufer, die andere Seite rüber. Was hier überall für Blumen wachsen, so schöne, wachsen hier einfach wild. Direkt an der Autobahn. Da hinten ist die Stelle, wo ich mit Ricardo mal schwarz gezeltet habe, wo sie uns verjagt haben, frühmorgens. Das ist hier in Main-Aschaff, kurz vor Aschaffenburg. Hier an so einem Badesee. Mal gucken, ob ich eine Stelle finde, wo ich auch mal reingehen kann. Naja, hier habe ich doch schon eine schöne Stelle gefunden. Das ist hier der Almosenturm in Obernburg. Hier in Wörth kommt auch noch so ein Turm. Gibt wohl mehrere davon. Ach, das gehört, glaube ich, zu dem Limes. Der geht hier ja lang. Stimmt. Das ist dieser römische Grenzwall. Das ist nicht mehr weit bis Miltenberg. 18 Kilometer noch. Da will ich heute mein Zelt aufschlagen. Vorher noch was einkaufen. Bei einer Zeit bin ich heute ganz gut. Bin ja früh losgefahren.
muss ich mal wieder die Mainseite wechseln. So, das ist jetzt hier Miltenberg. Uiuiuiui. Schöne Altstadt. Wo die ich nachher drüber muss. Ach ja, jetzt gleich. Was? Ein scheiß Verkehr hier. Ja, jetzt verlasse ich nun das schöne Miltenberg wieder. Wie ihr seht, habe ich mich heute ein bisschen vermummt. Aber nicht wegen Corona, sondern weil ich mich doch etwas verbrannt habe. Die letzten Tage, vor allen Dingen auf der Nase und oben auf dem Kopf, an der Stirn. Naja. Lang angezogen, obwohl es heute ziemlich heiß werden soll. Aber muss mal einen Tag wenigstens mal meine Haut ein bisschen schützen. So, geht's weiter hier entlang der Straße. Aber jetzt geht's wieder schön an mein Ufer entlang, weg von der Straße. Einen schönen Radweg hier gebaut. Ja, bis Wertheim sind es noch ungefähr 30 Kilometer. Bin ich nun hier in Wertheim und da drüben, da mündet die Tauber in den Main. Ja, so sehen meine Schilder jetzt hier aus. Liebliches Taubertal und es gibt sogar Tauber-Altmühl-Radweg. Wow. Dann kann ich mich ja nicht mehr verfahren bis nach Kelheim an der Donau. Flüsschen hier, die Tauber. Ganz schönes Auf und Ab. Schöner Brunnen hier. So, in Tauberbischofsheim bin ich jetzt gerade durch. Da habe ich erstmal eingekauft.
Und jetzt habe ich noch den Campingplatz klar gemacht. Da ist noch 35 Kilometer hin. Muss ich mich ein bisschen ranhalten, weil es schon um 5 ist. Aber bis 20 Uhr soll ich da sein, hat er gesagt am Telefon. Ja, werde ich überschaffen. Der Weg, der ist ja klasse ausgebaut, muss ich sagen. Geht richtig zügig voran. Also hier in Franken scheint ja die Welt echt noch in Ordnung zu sein. Ist alles picobello sauber, ordentlich. Der Fahrradweg ist top ausgebaut. Überall Rastplätze am Weg. Ja, auch die Orte. Alle sauber. Echt toll. Wiesen, die stehen in voller Blüte. Weg sogar mit Randstreifen. Oh. So macht Fahrradfahren Spaß. Herrlich. Hallo. Relativ früh am Morgen, gerade am Frühstücken. Hier diesen schönen Platz habe ich gestern Abend hier gefunden. Es sind noch ein paar andere Radfahrer hier unterwegs. Heute geht es nach Rothenburg, ob der Tauber. Und dann zur Altmühlquelle und dann weiter den Altmühlradweg entlang. So, jetzt wollen wir erstmal frühstücken. Und überall diese wunderschönen alten Brücken. Ich war gestern in einem Ort, da war eine Brücke von 1347. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Bis Rothenburg sind es jetzt noch ca. 35 Kilometer. Die beiden hier, die haben auch letzte Nacht auf demselben Campingplatz neben mir haben die gezeltet. Einen unheimlich schweren Anhänger, ja. Ein schweres Zelt von 7 Kilo. Hello Netherlands! Yeah. Hey! You get that? Wow, what a heavy load! Oh. Arme Kerl, ich muss das ganze Zeug schleppen. Mit dem Anhänger da ist ein Tisch und ein Stuhl integriert, oder eine Sitzbank besser gesagt. Hat sie gestern Abend gesessen und ihren Wein getrunken. Hier rechts ist das Topplerschlösschen. Machen wir mal drin.
auch ein wenig Museum drin. Und hier wieder einen tollen Blick hier auf Rothenburg. Hier die Herrenmühle. Das ist eine Pension. Hier hat man mal übernachtet. Silvester. Andrea und ich. Das war 2006, 2007. Ja, ich verabschiede mich jetzt nun von der Tauber. Denn ich fahre jetzt in die Stadt hoch. Und dann direkt weiter zur Altmühlquelle. Kriminalmuseum kennen wir ja auch noch. Und die berühmten Rothenburger Schneeballen. Das ist das Rathaus hier. Da unten bin ich lang gefahren. Das ist die Herrenmühle. Und dann bin ich da hinten hoch. Stadtmauer, auf der man einmal um die ganze Stadt drumherum gehen kann. Ist toll. Das ist hier ein Modell von Rothenburg und zwar auch ein Blindentastmodell. Das ist nämlich alles auch mit Blindenschrift versehen. Und kann man ja wunderschön die Türmchen alles ertasten und die Stadtmauer ringsherum führt. Toll. Er findet gerade eine Kundgebung statt gegen die Maßnahmen gegen Corona. Fränkische Küche. Dann ganz hinten, da sieht man noch die Türmchen von Rothenburg. Ja. Muss mal sehen, wie weit ich jetzt komme. Ein Stückchen hin kommt, ist ein Campingplatz eingezeichnet. Und dann noch ein Stück weiter ist der, wo ich vorhin telefoniert habe. Ja. Bin ich schon 6 durch. Bis 20 Uhr muss man sich angemeldet haben. Ist nicht mehr wie sonst einfach hinstellen und am nächsten Morgen bezahlen und anmelden. Das geht nicht wegen Corona. Ja, hier habe ich dann diesen schönen Campingplatz gefunden. Bin nicht mehr so sehr weit gefahren. Habe heute nur 65 Kilometer auf dem Tacho. Aber ist okay, dafür habe ich mir ausgiebig Rothenburg angeguckt. Und das war ja zum Schluss jetzt auch mal so eine Steigung, das war der Wahnsinn. Ja, hier bin ich jetzt auch froh, dass ich hier angekommen bin. Ich muss nachher noch bezahlen, da vorne, da war so viel los. Da ist eine Gaststätte. Ja,
der Biergarten, der ist voll, voller Menschen. Hat gesagt, ich soll später nochmal kommen. Jo,